Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Test Goethe-Zertifikat A1 Start Deutsch 1. Heute haben wir Sprechen Teil 2 um Informationen bitten und Informationen geben. Wir haben die Themen Wohnen und Arbeit und Beruf. Wir schauen uns die Kärtchen an und wir stellen Fragen zusammen. Das erste Thema, Wohnen. Da haben wir unser erstes Kärtchen, Zimmer. Da können wir fragen, wie viele Zimmer haben Sie? Wir können sagen, ich habe drei Zimmer, ich habe zwei Zimmer. Wir können auch fragen, wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung? Wir antworten, meine Wohnung hat zwei Zimmer. Das zweite Kärtchen, da haben wir das Wort Möbel. Wir können fragen, wie viele Möbel haben Sie in Ihrer Wohnung? Die Antwort: Ich habe viele Möbel. Wir können auch fragen, gefallen Ihnen Ihre Möbel? Meine Möbel gefallen mir sehr. Da haben wir das Wort Haus. Wir können fragen, wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung? Wir können antworten, ich wohne in einer Wohnung oder ich wohne in einem Haus. Das nächste Kärtchen, Garten. Wir können fragen, haben Sie einen eigenen Garten? Wir können antworten, ja, ich habe einen Garten. Oder nein, ich habe leider keinen Garten. Das nächste Kärtchen, da haben wir das Wort Geschäfte. Wir können fragen, gibt es Geschäfte in der Nähe von der Wohnung? Wir können sagen, ich habe viele Geschäfte in der Nähe oder ich habe keine Geschäfte in der Nähe. Das nächste Kärtchen, da haben wir das Wort Stadt. Wir können fragen, wohnen Sie in der Stadt oder auf dem Land? Wir können antworten, ich wohne in der Stadt oder ich wohne auf dem Land. Da haben wir unser zweites Thema, Arbeit und Beruf, und da haben wir auch sechs Kärtchen. Das erste Kärtchen, da haben wir das Wort Sprache. Wir können fragen, welche Sprache sprechen Sie am Arbeitsplatz? Die Antwort: In der Firma sprechen alle Deutsch. Oder am Arbeitsplatz spreche ich Englisch. Das nächste Kärtchen. Da haben wir das Wort Computer. Wir können fragen, arbeiten Sie am Computer oder müssen Sie am Computer arbeiten? Die Antwort, ich arbeite nicht am Computer oder wir arbeiten nur am Computer.
Das nächste Kärtchen, da haben wir das Wort Ausland. Wir können fragen, arbeiten Sie lange im Ausland? Wir antworten, nein, ich arbeite nicht lange hier. Oder ich bin seit 5 Jahren im Ausland. Das nächste Kärtchen hat das Wort Mittag. Wir können fragen, wie lange ist die Mittagspause? Wir können sagen, wir haben 1 Stunde Mittagspause. Oder die Mittagspause ist 30 Minuten. Das nächste Wort ist Urlaub. Wir können fragen, wie viele Urlaubstage haben Sie im Jahr? Wir können sagen, ich habe 24 Tage Urlaub pro Jahr. Oder ich habe 30 Urlaubstage im Jahr. Das nächste Wort ist Samstag. Wir können fragen, arbeiten Sie auch am Samstag? Wir antworten, samstags arbeite ich nicht. Oder ich arbeite auch am Samstag. Das war Goethe-Zertifikat A1 Start Deutsch 1. Wir haben 2 verschiedene Themen gehabt. Das erste Thema war Wohnen. Wir haben 6 Kärtchen gesehen. Wir haben Fragen gestellt und geantwortet. Das zweite Thema war Arbeit und Beruf. Wir haben auch 6 Kärtchen gesehen, Fragen gestellt und auf die Fragen geantwortet. Im Test bekommen Sie zu jedem Thema nur ein Kärtchen. Sie ziehen ein Kärtchen, Sie stellen eine Frage und Sie antworten auf eine andere Frage. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!